2002 lautet der Titel der Wetterauer Geschichtsblätter Albert H. Rausch, Henry Benrath, ein vergessener Dichter, Fragezeichen. 2019 in der Bibliografie dieses Bändchens von André Seuss fehlt das Fragezeichen. Und ihre Beziehung sind ein Fall, um in der Edition Clandestin in Biel herausgegeben zu werden. Heißt doch lateinisch clandestinus, heimlich, verborgen. Aber dieses Verborgene soll ans Licht geholt werden. Es ist Anlass für uns vom Geschichtsverein, um 70 Jahre nach Rauschs Tod die kurze, intensive Freundschaft dieser beiden Künstler in Paris und deren Folgen aufzuarbeiten. Rausch lernte den 26 Jahre jüngeren Schweizer Maler Andreas Walser im Januar 1929 in Paris kennen. Rausch und Walser erleben eine intensive freundschaftliche Beziehung. Zunächst für ein halbes Jahr in direktem Kontakt in Paris, dann in Briefen zwischen den jeweiligen Aufenthaltsorten. Dieser Kontakt wird je durch den frühen Drogentod Walsers im März 1930 beendet. Diese im Grunde tragische Freundschaft und die künstlerische Auseinandersetzung damit im Kontext der gesellschaftlichen Situation der 1930er Jahre versuche ich in meinem Buch nachzuzeichnen. Und begeben wir uns in das Jahr 1929 nach Paris. Es ist vielleicht die modernste und lebendigste Metropole Europas, vor allem für die Kunst. 32 Theater, über 200 Varieté-Bühnen und Music-Halls, 46 Ballsäle, 2000 Restaurants, Cafés, Eis. Rausch versteht die Begeisterung des jungen Graubündners. All die vielen Künstler, die Atmosphäre, die Treffen in den Cafés, die Konzerte und Shows in den Music-Halls, die Möglichkeiten, die Freiheiten, die sich in Paris jener Tage bieten. Aber der Friedberger hält nichts von Drogen, Ekstase, Bohème und moderner Avantgarde. Sein Künstlerideal ist apollinisch, kühl, überlegt, selbstdiszipliniert, der Form und Ordnung verpflichtet. Deshalb warnt Rausch Walser ausdrücklich vor den Drogen und eines reaktionären Konservatismus, der im Denken noch zu sehr mit der Zeit des Kaiserreichs verbunden war. Hinzu kommt Rauschs nie verhehlte Homosexualität, worin er wieder sehr modern war. Das Leben in und mit diesen Widersprüchen kann man sehr schön an der Freundschaft zwischen dem konservativen Rausch und dem modernen Walser nachzeichnen. Und ich muss sagen, dass mir durch die Beschäftigung mit dieser Freundschaft Rausch auch sympathischer geworden ist. Sein Bemühen um den Freund ist, wie ich finde, von einer tiefen Menschlichkeit geprägt. Einer Menschlichkeit, die ihm vielleicht auch 1944 half, die Vergeltungsangriffe der Deutschen auf Macrelia zu verhindern.